Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich muss gerade gucken, dass ich hier nicht irgendwo einen Unfall baue. Ja, ich bin gerade im Auto, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und ich versuche gerade mal, ob das hier so tontechnisch und so, ob das gut funktioniert bei dem Handy da vorne drin. Vor allen Dingen bin ich mir gerade gar nicht sicher. Das ist auch mal ein guter Test eigentlich. Ich habe ja hier in meinem Auto quasi eine Freisprecheinrichtung, eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Und mein Handy verbindet sich halt immer mit im Auto. Und die Frage ist halt jetzt, nutzt er jetzt gerade für diese Aufnahme mein Handy-Mikrofon oder nutzt er das vom Auto für die Freisprechanlage, weil da ist nämlich hier oben quasi ein Mikrofon drin, was quasi den ganzen Raum dann nimmt, weil vom Handy ist das ja manchmal nicht so, ist das ja mehr wirklich nur den Mund, wenn man quasi direkt so davor sitzt. Ich bin sehr gespannt, ich werde das gleich mal auf den Rechner schmeißen, wenn ich zu Hause bin und dann Jack runter da. Dieser Hund, ne? Der ist zum ersten Mal alleine im Kofferraum gerade. Er steht hinten und guckt aus dem Fenster. Normalerweise gehe ich halt nie alleine mit dem Hund oder ultra selten mal alleine. Und ich fahre meistens auch dann nicht so weit oder so. Aber da ich das jetzt ja alles mal so ein bisschen testen wollte und vor allen Dingen auch nochmal einen kleinen Vlog im Wald machen wollte, dachte ich mir, fährst du mit dem Jack zum ersten Mal alleine in den Wald, wo ich halt immer meine Vlogs quasi früher gemacht habe. Und ja. Warum ich alleine mit dem unterwegs bin, ist ganz einfach, dem Rocco geht es gut. Falls da jetzt irgendwie Fragen kommen, was ist denn mit dem anderen Hund? Weil eigentlich bin ich ja immer mit dem Rocco in den Wald. Ist das hier am Rappeln, ey. Ich habe mir übrigens auch eine Halterung bestellt, eine vernünftige für das Handy hier im Auto, damit ich das auch irgendwie mal festmachen kann. Weil jetzt gerade steht es einfach nur vorne in, quasi vor meinem Navi, mehr oder weniger. Und ich hoffe, dass das hält und nicht umfällt gleich durch das ganze Gerappel hier. Ja, auf jeden Fall, dem Rocco geht's gut, aber der Hund ist halt einfach alt und ich nehme den dann nicht immer mit. Oder wir nehmen den nicht immer mit, wenn wir in den Wald gehen. Weil der halt einfach eine große Runde oder generell irgendwie groß spazieren, das schafft der nicht jeden Tag. Ja, also klar, wir gehen noch oft mit dem, aber meistens lassen wir ihn quasi einfach nur in den Garten bei uns. Und dann kann er da alles erledigen und kommt dann ja zurück, wenn er halt genug rumgerannt ist und geguckt hat. Und was heißt gerannt? Er rennt halt eher selten mittlerweile. Ne? Aber gestern haben wir gesehen, da standen wir am Fenster, haben geguckt, wo er bleibt, weil er draußen im Garten unterwegs war. Und plötzlich kam er an. Ja, und da ist es passiert. So? Nee. Das ist nichts gut. So ist ein bisschen besser. Ja, ich werde mal gucken, wie ich das hier zusammenschnibbel nachher. Das seid ihr einfach umgefallen, das ist unglaublich. Ja, auf jeden Fall haben wir dann beobachtet, wie er quasi nach dem Erledigen seines Geschäftes plötzlich dachte so, huh, ich muss wieder rein. Und dann rannte er plötzlich los und hat nochmal so ein bisschen ja, Gas gegeben, was er halt, wie gesagt, nicht allzu häufig tut. Okay, das Handy fällt gleich schon wieder um, glaube ich. Es ist jetzt gerade wieder in die Position gerutscht, wie es gerade eben war. Ah, hält es? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ja, so sieht es aus. Deswegen fahre ich jetzt in den Wald mit dem Jack und ich bin mal gespannt. Wir haben in letzter Zeit sehr häufig die Beobachtung gemacht, beziehungsweise es ist uns einfach immer wieder passiert im Wald, dass die Leute, wenn sie im Wald unterwegs sind mit den Hunden, dass die meisten Leute einfach keinen Plan von Hunden haben. Es ist ziemlich traurig, was man. Es ist schon wieder passiert. Es ist echt ziemlich traurig, die Leute, was die. Weil wir haben halt der Jack, unser Hund, der Jack Russell, der auch Jack heißt, der war am Anfang, mittlerweile geht es. Ich bin mal gespannt, wie es sich gleich verhält, wenn ich jetzt mit ihm alleine hier oben im Wald bin. Denn der war am Anfang ein Leinenpöbler. Und ich selber hasse Leinenpöbler, aber was kann man halt machen? Das ist halt bei manchen Hunden einfach so. Und dann muss man halt dagegen üben, dagegen anüben, sage ich mal. Und das ist aber nicht immer so einfach, weil die Leute, die anderen, es einfach nicht verstehen. Die verstehen einfach nicht, wenn man im Wald unterwegs ist mit dem Hund. Ich sehe das Handy gleich schon wieder rumballern. Wenn man mit dem Hund im Wald unterwegs ist und man geht angeleint mit dem Hund
an den Rand, um den anderen Hund vorbeizulassen. Die Leute machen ihren Hund entweder gar nicht erst fest oder sie verstehen nicht, dass man gerade keinen Bock hat, die Hunde spielen zu lassen oder sich mit denen zu unterhalten, weil man gerade einfach mit dem Hund übt. So, und ich weiß nicht, was so schwer daran ist, das zu verstehen, dass man einfach dann weitergeht. Ja, wenn es irgendwie passt und die Hunde können spielen, ja klar, da bin ich der Letzte, der die Hunde nicht gut spielen lässt. Aber das ging beim Jack halt am Anfang nicht, weil der halt an der Leine sofort rumgepöbelt hat, wenn ihm der andere Hund nicht gepasst hat. Und das rauszubekommen, wenn die anderen Leute nicht mitmachen und wenn die anderen Leute einfach doof sind, das ist unfassbar schwierig. Deswegen bin ich mal gespannt jetzt gleich, wie das bei mir funktioniert. Weil meistens ist halt ja meine Frau mit dem unterwegs, wir sind zusammen und dann macht sie halt das meiste. Das ist ja eh die Hundeflüsterin von uns, sag ich mal. Ja, dann bin ich jetzt gleich mal gespannt. Ich bin am Parkplatz angekommen. Ich bin auch jetzt gleich am Parkplatz angekommen. Dann gehe ich mal ein Stückchen. Ich muss gucken, wie viel da ist. Leg mich am Arsch. Ich mach's jetzt so. Ich muss gucken, wie viel da los ist. Wir sehen uns gleich. Jawohl, wir sind im Wald angekommen. Wieso ruckelt eigentlich meine Handyaufnahme immer so seltsam? Bin ich mal gespannt, ob das jetzt nur am Handy so ist oder ob das auch nachher auf dem PC so ist. Jawohl. Ja, ich habe mir eine Stelle hier ausgesucht, beziehungsweise ich habe ein bisschen Glück gehabt, dass hier wirklich nicht so viel los ist gerade. Wundert mich ein bisschen, weil es ist zwar unfassbar kalt, am Minus, also was heißt unfassbar, wir haben minus 2 Grad, aber es ist voll die Sonne, es ist eigentlich voll das gute Wetter und es ist sonntags nachmittags. Wundert mich, dass hier gerade kein Schwanz, Entschuldigung, nee, dass hier kein Schwanz unterwegs ist gerade. Sehr seltsam. Naja, umso besser für mich, dann kann ich nämlich einfach mit dem Jack hier lang gehen. Komm Jack. Und muss nicht irgendwie ja, groß mit dem Trara machen. Ja, so ist das. Ja, Waldvlog haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt. Ich habe vorhin ein Video gesehen vom Ben Masterful, den ich euch ja beim letzten Mal im Monatsrückblick empfohlen hatte. Mit seinen zig 75.000 Kanälen, die er hat. Ich empfehle ihn auch weiterhin, definitiv. Aber ich muss ein bisschen die Kanalstruktur von ihm ja, kritisieren. Was heißt kritisieren? Also Ben, falls du das siehst, es geht mir unfassbar auf die Eier, dass du ständig deine Kanäle umänderst, Junge. Ich blick nicht mehr durch. Ich hatte nämlich eine ganze Weile ihn nicht mehr groß verfolgt. Stopp, Jack. Jack, stopp. 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 Steh. So, weiter. Okay. Ja, ich hatte ihn eine ganze Weile nicht mehr verfolgt. ich bin aus der Puste. Bergauf und aufnehmen. Da finde ich nicht mehr gewohnt. Ich hatte ihn eine ganze Weile nicht so wirklich verfolgt, weil er halt, ja weiß ich nicht, immer mal auch wie so eine Pause macht und dann regelmäßig seinen Content ändert und sowas. Und als ich eben dieses Video gesehen habe, dass er jetzt schon wieder die Kanäle irgendwie abändert und umnennt vor allen Dingen. Jesus, ey. Naja, ja, und als ich dieses Video von ihm gesehen habe, wo er halt auch mit seinem Hund im Wald unterwegs ist, dachte ich mir, komm, das könntest du doch auch machen. Und da meine Frau krank ist und zu Hause im Bett liegt, dachte ich mir, ja komm, dann mach das doch heute. Komm Jack, ist jetzt gut. Ja, normalerweise haben wir auch eine, ja ich habe jetzt eine Schleppleine hier dran, aber so eine ganz kurze nur. Und normalerweise haben wir halt so eine längere Schleppleine dann dran, dass sie auch ein bisschen frei laufen kann. Zumindest halt so weit, wie die Schleppleine halt reicht. Ja, ansonsten ja, gibt es eigentlich nicht mega viel Neues. Ne? Ich rede ja schon seit Wochen davon, dass ich mal gerne ein Tattoo-Video machen möchte. Das allerdings muss ich eventuell nochmal verschieben, denn eigentlich wäre jetzt kommenden Montag mein Termin gewesen, um das Tattoo fertig zu machen an der Brust. Aber das, ja, den müssten wir leider verschieben, diesen Termin, weil ich einen anderen wichtigen Termin morgen habe. Deswegen, ja, das geht halt vor, das andere. Ne? Naja, deswegen weiß ich nicht so genau, wann dieses Tattoo-Video jetzt kommt, ob ich das trotzdem einfach mache und euch dann einfach meinen Hahn, habt ihr ja schon gesehen, dass ich ihn euch einfach quasi ja, unfertig nochmal vorführe und dann die Story zu erzählen. Muss ich mal gucken. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich das egal wäre. Weil sonst würde das Tattoo-Video bestimmt erst irgendwie im neuen Jahr oder so kommen. Ja, so ist das. Ja, ich habe jetzt noch eine knappe Woche zu arbeiten. Noch dreimal Frühschicht und eine Nachtschicht. Wobei ich jetzt schon überlegt habe, dass ich dann in dieser Nachtschicht sehr wahrscheinlich früher nach Hause gehen werde. Sprich, dann am 16. ist mein erster Urlaubstag. Ja, und am 16. ist ja mein
ja, hatte ich ja schon gepostet, ne? Auf meinem Hauptkanal habe ich ja wieder einen angezockt Abend. Nächsten Freitag quasi. Oder jetzt kommenden Freitag, finde ich. Ich bin mal gespannt, ob das auch so hinhaut, weil, naja, meine Frau ist darin kränkeln, wie gesagt. Und wenn sie nächste Woche Freitag nicht gesund ist, ja, dann wird sie auch nicht zur Weihnachtsfeier gehen. Dementsprechend wäre sie zu Hause. Ich meine, ich kann natürlich trotzdem diesen Abend dann machen. Aber es ist halt nicht ja, so cool, wie es halt ja sonst so wäre. Ne? Ja, die Abstimmung läuft noch. Also wenn ihr jetzt Bock habt, ihr könnt diese Woche noch abstimmen. Ich werde das Ergebnis quasi von, ja, ich denke mal Donnerstag oder so, werde ich die Abstimmung dann als beendet erklären. Und dann werde ich posten, welche Spiele ich anspielen werde. Ich habe es ja vorhin, oder jetzt, also für mich ist es vorhin, ich weiß nicht, wenn ihr dieses Video hier seht, habe ich es ja schon gepostet, dass ich, also welche Spiele ich quasi momentan spielen würde, die momentan in der Abstimmung vorne sind. Nee, Jack. Und das sieht eigentlich ganz cool aus. Das ist eine gute Mischung wieder geworden. Vor allen Dingen freue ich mich auf so Sachen wie ein Batman Arkham Asylum, was ich noch nie gespielt habe. Und auch auf ein Donkey Kong Country Dry. Weil ich Donkey Kong Country halt nur damals den ersten Teil gespielt habe. Und ihr kennt vielleicht meine Meinung zu Teil 2. Und ich bin mal gespannt, was Teil 3 halt ja anders macht oder vielleicht besser oder auch schlechter macht. Keine Ahnung, das werde ich dann sehen. Ja, so viel dazu. Ja, wie gesagt, ich wollte die Kamera nur mal so ein bisschen hier draufhalten und euch so ein bisschen was vom Pferd erzählen. Mein neuer Rechner läuft mittlerweile echt wie Sahne. Also das Ding funktioniert einwandfrei. Ich hatte schon so ein kleines bisschen im Monatsrückblick da angedeutet und so. Ich überlege auch noch. Nee, Jack, komm, war nichts. Ich habe nämlich die ganzen Aufnahmen von dem Aufbau des PCs habe ich noch auf dem Rechner. Und das ist so ein bisschen wie so ein Podcast beim PC aufbauen. Ich überlege wirklich, ob ich das einfach als, ja, als komplette Datei, als über 2 Stunden oder wie lange das geht, einfach hochladen soll. Ich muss mal hier mich drehen. Ob ich das einfach hochladen soll. Und ja, ich fände es, glaube ich, witzig. Muss ich mir dann vorher nur mal sichten, dass wir da nicht irgendwelche zu privaten Dinge erzählt haben oder so. Jo. Ja, ich würde sagen, meine Hand friert gleich ab. Ich gehe mit dem Jack jetzt noch bis da oben und dann fahre ich wieder nach Hause und werde God of War, glaube ich, weiterspielen. Weil bei uns passiert heute sowieso nichts zu Hause. Gut, dann würde ich sagen, bis Densen. Vielleicht hänge ich gleich noch ein Stückchen dran. Mal gucken. Tschüss.